Jeder von euch und alle, die hier sind, wir müssen frühstücken, Mittag essen und abends vielleicht noch uns in den Biergarten setzen können und uns das auch leisten können. Wir Bauern sorgen für den Frieden seit 70 Jahren, in dem jeder genug zu essen hat zu einem annehmbaren Preis. Und jetzt fängt man an mit der Maut und der CO2-Steuer. Dafür kämpfe ich, dass so das nicht mehr sein kann. Wir sind auch heute schon vor Ort mit vielen Traktoren. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel, nicht zurücknimmt, werden wir am 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird. Demokratie, jetzt oder nie.